Ein junges, verheiratetes Paar fuhr eines Tages zum Wandern in die Berge. Als die Sonne unterging, stellten sie fest, dass sie sich verlaufen hatten. Die Frau war besorgt, aber ihr Mann versuchte sie zu beruhigen und versicherte ihr, sie würden den Weg zurück zum Wagen schon finden. Nach mehreren Stunden hatten sie jedoch immer noch keine Ahnung, wo sie waren. Es wurde dunkel und das Paar verzweifelte. Sie hatten keine Karte oder einen Kompass und die Bäume sahen für sie alle gleich aus. Doch gerade als sie schon aufgaben, fanden sie eine Hütte, als sie an einer Lichtung vorbeikamen. Die Hütte sah so aus, als hätte sie schon bessere Tage gesehen. Sie war heruntergekommen und wirkte, als wäre lange Zeit niemand hier gewesen. Ein paar der Fenster hatten einen Sprung oder waren komplett zerbrochen. Und viele der Ziegel waren schon vom Dach gefallen. Der Mann klopfte an die Vordertür, bekam aber keine Antwort. Als er die Klinke herunterdrückte, öffnete sich langsam die Tür. Als sie eintraten, sahen sie, dass auch drinnen ein übler Zustand der Verwahrlosung herrschte. Es gab ein paar Möbel und der Boden war von einer dicken Staubschicht bedeckt. Als das Paar sich umblickte, bemerkten sie eine sonderbare Atmosphäre und einen besonders muffigen Geruch. Vom Boden bis zur Decke waren die Wände mit einer Art Graffiti bedeckt. Tod, 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 Tod wurde in großen, dunkelroten Buchstaben an die Wand geschrieben. Mit zitternden Händen streckte der Mann seinen Arm aus, um die Wand zu berühren. Zu Tode geängstigt stellte er aber fest, dass die Farbe noch frisch war. Die beiden hatten Angst, aber sie hatten noch keinen anderen Platz, wo sie hin konnten. Sie wussten, dass die Berge nachts gefährlich waren und es in den Wäldern jede Menge wilder Tiere gibt. Also beschlossen sie, trotz der unheimlichen Umstände, dort zu übernachten. Sie gingen nach oben und fanden dort eine zerfressene Matratze mit roten Flecken übersät, mit dem Rest eines alten Vorhangs, in den sie sich einwickelten. Versuchten sie, es sich in Anbetracht der Umstände so gemütlich wie nur möglich zu machen. Sie legten sich auf die Matratze und schafften es schließlich, einzuschlafen. Irgendwann nach Mitternacht erwachten sie jedoch durch ein eigenartiges, rasselndes Geräusch. Es klang, als würde sich irgendwer oder irgendetwas in der Nähe der Hütte bewegen. Hast du das gehört? Fragte die Frau. Ich glaube, da draußen ist jemand. Doch auch nach einer Weile des Lauschens konnte ihr Ehemann nichts hören. Er stand auf und ging zum Fenster, öffnete es und streckte seinen Kopf hinaus. Jedoch war es zu dunkel, um etwas zu erkennen. Wer ist da? Rief er nervös, bekam aber keine Antwort. Als er dann gerade dabei war, sich wieder hinzulegen, hatte seine Frau die Idee. Vielleicht ist es ja auch nur wer, der nicht sprechen kann. Der Ehemann kehrte zum Fenster zurück und fragte: Ist da irgendjemand? Klatsche einmal in die Hände für Ja und zweimal für Nein. Er spitzte die Ohren, um genauer hinzuhören. Dann auf einmal. Der Mann drehte sich überrascht zu seiner Frau um. Du hast recht. Da ist wirklich jemand da draußen. Er lehnte sich aus dem Fenster und seine Augen suchten die Dunkelheit ab. Aber er sah nichts in der Finsternis. Bist du der Besitzer dieser Hütte? Bist du ein Mann? Also bist du eine Frau? Bist du ein Mensch? Ein Schauer jagte ihm über den Rücken und er schluckte schwer
und fragte: Wie viele sind bei dir? Klatsche einmal für jeden. Hey Leute, sorry für die Verspätung, aber sonst könnt ihr ab jetzt freitagabends immer ein Video von mir erwarten. Auf meiner Facebook-Seite mache ich auch bald mal wieder was. Link dazu wie immer in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung wie immer in die Kommentare. Nightmames wünscht euch eine gute Nacht. Du kennst doch dieses Gefühl, wenn du dich beobachtet fühlst, obwohl du alleine bist, oder? Oft ist es nur Einbildung. Doch jetzt gerade ist es das nicht. Warum, fragst du? Nun, weil ich dich gerade beobachte. In any war, there comes between storms. There will be days when we lose faith. Days when our allies turn against us. But the day will never come that we forsake this planet. And his people. Eines Tages fand ich eine Antwort auf die Frage, gibt es doch so etwas wie gut oder böse? Ganz einfach, wir wollen es nicht zugeben. Aber was glaubst du, warum so viele Menschen gern mal zum Abschalten wandern gehen? Denn wenn man für ein paar Stunden in den Wald geht, wird den verborgenen Sinnen in uns klar, dass wir nun in der Lage sind, unsere wahre Natur zu zeigen, um unsere fleischige Maske abzulegen, um wirklich wir selbst sein zu können. Was glaubst du, warum wir den Wald so sehr schützen wollen? Wir sind dort wirklich zu Hause und nehmen dort unsere wahre Form an, das Böse in uns, wie wir sie manchmal nennen, die Bestie. Sie ist unser wahres Wesen, weil wir Menschen die schlimmsten Monster dieser Welt sind. Wir wollen es nur nicht wahrhaben.